Hallo, ich bin Jesko. Hallo, ich bin die Maria. Wir sind die Designer von Glor. Für Crop Magazine. Heute sind wir im Atelier des Berliner Labels Glor und da haben wir uns heute mal mit den beiden Designern getroffen und werden mal ein bisschen in Erfahrung bringen, was da uns nächste Woche erwartet. Ja, erzählt doch mal, wie können wir uns das vorstellen am nächsten Mittwoch? Es wird wunderschön, wie immer. Es wird sehr pinklastig und schwarz und sehr geprägt von der Schlange. Das ist unsere Hauptinspiration gewesen in dieser Saison. Ihr hattet ja, also jetzt die Schlange kommt jetzt und im letzten Jahr hattet ihr das Einhorn. Ist das jetzt quasi der Ersatz für das romantische Motiv? Jetzt werdet ihr ein bisschen gefährlich? Das könnte vielleicht die Weiterentwicklung des Einhorns sein, man könnte es vielleicht so nennen. Aber unsere Inspiration kommt ja mal zufällig, deswegen, es war nicht geplant, dass wir die Schlange jetzt als Inspiration oder als Hauptthema der Kollektion nehmen. Es kam einfach so über uns. Also ihr habt jetzt, also du kannst jetzt nicht sagen, woher jetzt genau die Schlange kam? Doch, ich kann es genau sagen. Wir hatten alte Illustrationen und Kupferstiche und da waren halt Schlangen abgebildet und die haben uns sehr gut gefallen und somit haben wir die in die Kollektion mit eingebaut. Hat es eine bestimmte Bedeutung für euch, die Schlange? Soll die was Bestimmtes aussagen oder findet ihr einfach, dass es ein wunderschönes Motiv ist? Es ist ein sehr, sehr schönes Motiv einfach und gerade diese alten Illustrationen, damit kann man so viel machen, also da kann man sich wirklich toll inspirieren lassen, ob das jetzt wirklich im Muster ist, also was Prints angeht, als auch von der Form direkt und es ist einfach, es lässt auch sehr viel Spielraum für Interpretation. Im letzten Jahr wart ihr ja mit eurem Look etwas sportlicher geworden, bleibt es dabei oder wo geht's dahin? Es bleibt nicht dabei. Also es ist, also Glor ist ja sowieso immer, auch wenn es letztes Jahr sportlich war, trotzdem noch in gewisser Weise sehr elegant und das ist dieses Jahr wieder genauso. Also wir haben sehr viele elegante Sachen, auch coole Sachen, aber nicht dieser typische Sport-Schick, den wir vielleicht in der letzten Saison hatten. Ist aber halt auch, liegt auch an der Jahreszeit, weil im Sommer kann man natürlich sowas auch gut machen und im Winter ist es einfach schöner, wenn es ein bisschen eleganter und ein bisschen ja, auch cool ist. Du hast schon angesprochen, Sommerkollektion, Winterkollektion. Gibt es da bei euch einen Favoriten? Was designt ihr lieber oder ist es immer... Meinst du jetzt den Winter oder den Sommer? Genau. Also ich habe den Winter, glaube ich, lieber. Da hat man viel mehr Spielraum, weil im Sommer kann man jetzt natürlich nicht so viele Lagen anziehen und nicht noch einen langen Mantel drüber ziehen und im Winter hat man da ein bisschen mehr Spielraum. Wenn ihr entwerft ihr dann genau die Anzahl von Stücken, die ihr tatsächlich dann auch zeigt? Und wenn nicht, wie wählt ihr dann aus? Also prinzipiell entwerfen wir natürlich viel, viel mehr, suchen dann daraus das Beste aus, was dann immer noch viel zu viel ist. Und der Rest wird dann am Sonntag beim Fitting ausgewählt. Ja. Oft ist ja auch so, dass man denkt, okay, die Sachen müssen sich halt auch verkaufen. Wir können jetzt nicht so mega verrückte Sachen machen. Und da fällt dann halt auch schon ein großer Teil weg, wo wir uns einfach kreativ ausgelebt haben. Und der wird dann einfach niemals entstehen, weil es einfach auch viel zu aufwendig wäre und viel zu teuer werden würde dann letztendlich. Habt ihr ein Lieblingsstück in eurer aktuellen Kollektion? Bis jetzt noch nicht, weil wir noch nicht viel davon gesehen haben. Also dann, also so in der Stunde kommt noch eine große Lieferung und dann der Rest morgen und Montagabend auch noch oder Montag früh. Das heißt, wir haben eigentlich die fertige Kollektion so noch gar nicht gesehen. Also zumindest noch nicht im Originalstoff. Deswegen kann man noch nicht genau sagen, was jetzt das Lieblingsteil ist. Es bleibt spannend. Habt ihr auch wieder eine Bikerjacke dabei? Ja. Eine wunderschöne Bikerjacke in einem rosé-goldenen Leder. Wunderschön. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch. Das war schon. Ja, das war schon. Ja, war sehr schön bei euch mal wieder. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich kommen durfte. Gerne wieder. Super. Ja, das war's und die Show gibt's dann am Mittwoch zu sehen.